Bubi, Bubi. Dann weiß ich, was Schönes für dich. Dann weiß ich, was Schönes für dich. Hast du halt zufällig Geld bei dir? Dann komm doch ein bisschen mit mir. Es ist so schön, weil man einen Mann hat, der Spendierhosen anhat. Bubi, Bubi, hast du nicht zufällig Zeit für mich? Bubi, komm mit nach Haus, wir ziehen dir die Spendierhosen. Hat wer den Doktor gesehen? Hast du den Doktor gesehen? Den habe ich schon seit einer Woche nicht mehr gesehen. Wer hat den Doktor gesehen? Hat wer den Doktor gesehen? Es ist viel gescheiter, dem halt aus dem Weg zu gehen. Der hat schon seit Tagen eine Stimmung nicht zu sagen. Was hat der Doktor denn? Was ist denn mit dem Chef? Verschwunden. Na und? Er ist nicht verheiratet mit dir. Ja, weißt denn du nicht, wie abergläubisch der ist? Na, wie er zitzig, keiner! Wenn der nicht um Punkt 12 sein Horoskop von der Gräfin hat, ist er sauer wie ein Essiggurke. Ich brauch ihn aber wie ein Stückchen Brot. Da glaubst nur du! Na, wo ist denn ihre gräfliche Gnaden? Die Vergräfin sau aus! Die schlaft irgendwo an Rausch aus! Das ist doch kein Malheur! Dann sucht sie dir mit der! Ich dings, dings, ich bring! Gibt's mir Achtel Soda? Ja, bitte sehr, der Herr. Sagen Sie, wer ist denn dieser Doktor eigentlich? Na ja, gut, eigentlich hat er ja nur ein paar Semester studiert. Aber einen Grips hat er mehr wie das ganze Landesgericht. Und er hilft uns am Marktamt. Bei der Steuer! Herr Magistrat! Aber die sind lieber da! Dings, der Dings, da, Doktor! Ich habe Vorrang! Sie wollen schon wieder Referat! Ich hab kein Glück mehr, wie mein selber nicht weiß, wie mein Glück ausschaut. Seit 8 Tagen habe ich keinen blauen Dunst, wie mein Horoskop ausschaut. Der Dingel sucht die Gräfin eh schon. Die kann ich jetzt auch nicht mehr brauchen. Die kann mich. Ich kann mich im Mondschein besuchen. Ja? Johnny Joker, wir schrieben Sie neulich an von wegen... Ja, ich weiß schon. Wegen der internationalen Pferdetoto-AG. Genau, die IPT-AG. Sie, das ist doch ein aufgelegter Schwindel, was? Ja, und? Geschäfte kann man nur mit einem gewissen Dreh machen. Ja. Seien Sie doch nicht so kleinkariert. Wir bieten Ihnen einen prima Chefposten in unserer Außenstelle Hamburg. Meine, das am liebsten möchte wirklich... Nützen Sie die Chance, unterschreiben Sie. Na, vielen Dank. Eine Sache, die warte ich noch ab, und wenn die nicht hinhaut, dann gehe ich nach Hamburg. Meine heiße Milch, Frau Walli. Ja, bitte sehr. Wie immer ist schon da, Fräulein Marion. So. Ja. Servus. Servus. Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Du sagst ja nicht mehr. Ja, was soll ich denn sagen? Du weißt doch, dass ich auf dich stehe. Weißt du, wo du stehst? Mit einem Fuß auf der schiefen Ebene und mit dem anderen so gut wie im Häfen. Blödsinn. Du bist jetzt so weit, dass du nur eine krumme Tour vorschlagen musst und du sagst ja. Woher weißt du? Übrigens, meine Privatgeschäfte gehen dir nichts an, ja? Und mein Privatleben geht dich nichts an. Ich zahle am Samstag. Wiedersehen. Ist schon recht. Wiedersehen, Fräulein Marion. Das Fräulein Marion. Die berühmte Opernsängerin aus der Marabupa. Dich kenne ich nur als Mitzi Schimek. Assis. Jetzt unterschreibe ich, gib's her. Aber die Gräfin soll der Teufel holen. Die Gräfin soll der Teufel holen. Na, den Teufel möchte ich gern sehen, der sich wagt, eine echte Gräfin zu holen. Chauffeur, helfen Sie mir aus dem Reus-Reus. Ja. Was ist denn, Kammerdiener? Soll ich vielleicht hier Wurzel schlagen? Kammerdiener? Halköpfe, komm doch! Oh. Hilf doch mal, Sag mal, so ein Kraut verkaufst du? Das ist kein Kraut, das ist ein Unkraut. Das ist noch härter als mein A. Was sagst du, Coco?
Ich soll nicht so vulgär sein. Hast recht, Coco. Eine Dame spricht nicht so. Und warum nicht? Hä? Weil seine Majestät da ist. Der König von Naschmark. Majestät, ich melde mich zurück. Naja, ich bin halt ein bisschen rumgefahren. Ein bisschen rum da und ein bisschen rum dort. Aber jetzt bin ich da. Und überreiche ich dir dein Glück. Nee, das ist mein Glück. Dein Glück ist hier. Dein Horoskop. Wenn du glaubst, dass ich was kauf, irrst du dich fürchterlich, denn ich pfeif dir drauf. Seit 8 Tagen lässt du mich absichtlich unverantwortlich im Stich. Weißt du denn nicht auch, was ich dringend brauch? Aber du sagst dir nur, soll er zappeln. Du bist das Letzte, du bist das Letzte. Du bist das Allerallerletzte. Für mich bist du, du bist das Letzte. Du bist das Letzte. Geh doch zum Kuckuck, der wartet schon auf dich. Also das ist ein Skandal. Hör mal zu, bist denn du nicht mehr ganz normal? Sag, wie redest du mit mir? Also das verbitte ich mir von dir. Solche Streitereien müssen manchmal sein. Das macht sogar Spaß, sich mal anzuschreien. Aber das ist kein Spaß, für sein Pech einfach frech mich verantwortlich zu machen. Na, das ist das Letzte, das ist das Letzte. Das ist das Allerletzte. Für mich bist du, du bist das Letzte. Du bist das Letzte. Geh doch zum Teufel, der wartet schon auf dich. Du bist das Letzte. Du bist das Letzte. Du bist das Allerletzte. Für mich bist du, du bist das Letzte. Du bist das Letzte. Geh doch zum Teufel, der wartet schon auf dich. Ist dir das klar? Vollkommen klar. Dann ist ja alles klar. Noch nicht alles. Der Popa, der Mord, hat mich gondos heute gewalt, und du ihn besehen hat sie willem. Hast du verstanden, Coco? Nein? Ist aber besser so. Was sagst du zu diesem Lümmel? Und ach, ist der Kerl wieder mit mir reden. Was glaubt er, wer der ist? Das. Was ist denn los mit euch? Das könnt ihr mit mir nicht machen. Ich lade euch zu einem Ruhm ein. Ich schenke jedem ein Horoskop. Gratis. Was sagen die Sterne, wie wir dein Schicksal? Jeder wüsste das gern. Komm doch, ich sag dir gerne, deinen günstigen Stern zieh nicht die Hand zurück. Kauf dir ein Stück vom Glück. Du musst es nur wagen, nicht lange fragen. Nütz doch deinen Verstand. Denk dran, du hast dein Schicksal immer selbst in der Hand. Greif endlich zu, greif endlich zu. Zieh einer zu. Hier ist deine Zukunft, hier ist dein Schicksal. Greif zu. Warum willst du kein Horoskop? Na, weit deine Dings, Lügen! Du hast gesagt, er wird immer stottern und ich werde heiraten. Ja, und ich werde reich und ich gescheit. Ja, und alles ist Dings. Ihr seid nur zu ungeduldig. Du musst es nur wagen, nicht lange fragen. Nütz doch deinen Verstand. Denk dran, du hast dein Schicksal immer selbst in der Hand. Greif endlich zu, greif endlich zu. Jetzt hier einer zu. Hier ist deine Zukunft, hier ist dein Schicksal. Na, na. Greif zu. Du, was hätte ich genau vergessen? Dein Briefpapier aus dem Hotel Sacher. Danke, danke, Stefanchen. Das ist aber das letzte Mal, dass ich dir das verschafft habe, ja? Wieso? Weil ich ins Ausland gehe. Adieu. Na, das wirst du nicht tun.
Du wirst mich daran nicht hindern. Nein, ich nicht. Aber dein Horoskop. Hm. Ja, Coco, ich weiß schon, wo er es hat. Hier ist es. Brauchst du nicht immer so blöd zu flieren. Na? Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Alles andere wäre schädlich, weil dir jetzt unbedingt das Glück der Liebe winkt. Und es liegt hier vor deiner Tür. Ich bleib! Auf einmal ist mir noch nie passiert. Das passiert mir auch nicht zweimal. Der Zettel sagt es dir. Heute kommt das Glück zu mir. Ja, doch, 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 hier, bravo. Oder Wasser? Oder haben Sie Angst, dass Sie einen Rausch kriegen? Gibt's mir ein paar Würsteln. Bei mir gibt's keine Würsteln, ein Burenheidl können Sie haben. Horoskop gefällig? Stecken Sie noch Ihr Horoskop auf den Hut, ja? Ein Achtel? Nein, das ist mir zu viel. Gib mir 2,16. Bitte, Gehorsamsgnädige, das geht auf meine Rechnung. Dann einen Doppelten. Bitte. Doktor, ich habe... Wir wollen zwei Mädel wegnehmen. Ja, dann ernsthaft, Doktor Schaff. Rätokarist. Von mir verlangen Sie eine Konzession? Oje, Rathaus, na, das dauert lang. Aber meine Glückssträhne nicht, die muss ich sofort ausnutzen. Nur wie? Wie soll ich denn die Marion wieder rumkriegen? Lass Blumen sprechen. Blumen? Blumen? Danke. Bitte. Leibl, wir müssen Blumen auftreiben. Blumen sogar. Dass die Marabupa in ein Blumenmeer versinkt. Komm mal an! Jetzt ein Schlummerachtel für meinen Coco. Ah, bitte. So, lass dies gut ich schmecken. Jetzt ist Maria, dein ja. Briefpapier. Nein, meine Herren, bitte, vorsichtig. Das sind sehr wichtige Papiere. Bitte. Ja. So, jetzt kriegst du dein Schlummerachtel. Lass dies gut schmecken. Was gut, hm? Na, bedank dich. Danke, danke. So ist brav. Jetzt muss ich nach Hause. Gute Nacht, Walli. Wiederschauen. Gute Nacht, Wondi. Gute Nacht. Gute Nacht. Adieu. Scheiß, Die meint Sie. Nein, Sie. Was? Komm schon, die Schnapsdrossel. Ein bisschen Respekt, bitte gehorsamst. Das war nämlich einmal eine berühmte Künstlerin im Theater an der Wien. Für was braucht sie ein Briefpapier vom Hotel Sacher? Ha? Mein Gott, sie spinnt halt ein bisschen. Ach so. Sie hat eine Tochter irgendwo in Amerika. Und der schreibt sie Briefe, dass sie eine Gräfin ist und im Hotel Sacher wohnt. Und die Tochter antwortet ihr an Sacher? Ja, und dann gibt der Portier dem Doktor den Brief und der gibt ihn der Gräfin. Das ist interessant. Sie, sagen Sie mal, wieso interessiert Sie das eigentlich alles so? Weil ich der neue Kriminalinspektor für den Naschmarkt-Rayon bin. Was? Jetzt schauen Sie. Was? Was glotzt du mich so an? Ich weiß doch, dass du nur ausgestoppt bist. Stell dir mal vor, der Stefan fährt weg. Und meine ganze Korrespondenz mit Anni ist im Aber, Coco, sei nicht so ordinär. Was? Das will ich nicht gehört haben. Also ein Ton hat dieser Kerl. Was ist denn da drin? Ja, was machst denn du da drin?
Tafeln. Komm doch raus, komm schön raus. Ja, sag mal, warum versteckst du dich? Ich finde dich doch. Halt den Schnabel. Ich muss jetzt ein Schlückchen trinken. Eieiei. Eieiei. Himbeerwasser. Naja, das brauche ich halt. Damit meine Fantasie in Schwung kommt, wenn ich meine Anni schreibe. Meine Anni. Mein liebes Kind. Mein schönes Kind. Bleib schön brav da, wenn ich dir... Schau mich bitte nicht so streng an. Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich dies schreibe. Warum brauche ich das, weißt du? Mein geliebtes Kind, habe lange nichts von dir gehört. Sollte das am Ende bedeuten, dass dieser texanische Ölbüffel endlich eingewilligt hat, dass du seinen Sohn heiratest? Oh, ich gratuliere dir vom Herzen. Ich habe mir immer gewünscht, dass du eine Millionärin wirst. Na ja, schließlich bist du ja eine Comtesse Hortobagi, hä? Aber sag mal, warum ausgerechnet Ölmillionärin? Wer braucht schon Öl? Höchstens für den Salat oder für die Petroleumlampe. Du musst es wissen. Leider werde ich zur Hochzeit nicht kommen können. Du weißt doch selbst, wie angehängt man ist, wenn man zur High Society gehört. Apropos High Society. Gestern Abend war große Party beim Grafen Androsch Hasi. Jede Menge Geld war da. Die Rothschilds, die Blauschilds, die Grünschilds. Alle haben sie jetzt in High Society. Herr Graf? In Sache ist für Sie ein Telegramm. Der Doktor soll es holen. Na ja, ho. Hat's ja schon. Aber wo ist der Doktor? Na, ich weiß nicht. Weiß nicht. Na, dann werden wir ihn halt suchen, ne? Ja. Na komm, nimm doch mal Schal her, du bist ja nervensicher. Du schreist in der Weltgeschichte, du komm doch. Frau Walli, das Übliche. Meine Gehorsamsmeister, der Doktor noch immer unbekannten Aufenthaltes. Ja, steh kommod, Peppi. Wir sind ja nicht mehr beim Militär. Also danke, Herr Wonduschka. Bitte gehorsamst, mich nicht zu beleidigen. Für den Herrn Rittmeister bin ich noch immer der Offiziersbursche, der Pfeifendeckel. Irrtum, mein Lieber. Wir haben heute eine Zeit, in der die Pfeifendeckel Herren und die Rittmeister Eintänzer sind. Aha.
Naja, sag dem Doktor, ich erwarte ihn. Im Tanzpalast? Eben nicht. Dort bin ich rausgeflogen. Also im Tschecherl. Bitte gehorsamst, Herr Rittmeister. Moment, das geht auf meine Rechnung. Ja, und Sie sind ein Weber im Biergestell. Nein, Frau Wahl, ich bin nur zufällig einer, was eine fixe Anstellung hat. Und das ist viel heutzutage. Ja, wer weiß, wie lange noch. Was ist denn jetzt bei euch im Theater? Sperrt sie wieder auf? Weiß man nicht. Der Direktor ist herrlich in Deutschland. Ist er in die Blier gegangen? Na klar, wegen der Schuld. Nein, er sucht eine neue Operette. Einen Weh, der diese finanziert und eine Lokomotive. Was? Eine Hauptdarstellerin, was zieht. Doktor! Wo ist der Doktor? Der ist Blumen pflücken. In der Nacht? Der sucht den ganzen Naschmarkt nach Blumen an. Na sowas. Ja, natürlich. Lass Blumen sprechen. Jetzt weiß ich, wo er steckt. Wundi, ich habe ein Telegramm bekommen. Ein Telegramm. Sag mal, wo glotzt du schon wieder hin, du Dampfredner? Jesus Maria, das war eine Lokomotive. Wenn die als rote Ramona Dampf abgelassen hat, dann haben die in Czernowitz geglaubt, in Wien ist der Vesuv ausgebrochen. Servus, Maria. Psst, was ist? Das scharfe Näche. Das sind die Semmeln. Ja. Na, haben sich's überlegt? Was denn? Wer gescheit ist, stellt sich gut mit mir. Meinen Sie Steine gelegen? Immer schön eins nach dem anderen, ja. Wenn Sie glauben, dass ich ein Fliedscherl bin, stehen Sie auf das Haff. Greifen Sie mir auch sonst noch wohin. Das hat keinen Sinn, weil ich altmodisch bin und mit Ihrer eleganten Schmäh von den Lustgefühlen werden Sie sich verkühlen, weil ich auf sowas nicht stehe. Bei mir gibt's keine Würstung, keine Würstung. Bei mir geht's um die Wurst, 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 Wurst. Bei mir gibt's keine Würstung, keine Würstung. Bei mir geht's um die Wurst. Dass die Männer alle gefraster sind, das ist leider wahr. Jeder macht einen narrischen Wind, bis er verschwindet. Dann stehst du da mit einem Kind. Darum sag ich jedem klipp und klar, wüst in meine Heia, warum kommt euch das daher? Denn wir gehen zuerst zum Altar. Bei mir gibt's keine Würstung, keine Würstung. Bei mir geht's um die Wurst, 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 Wurst. Bei mir gibt's keine Würstung, keine Würstung. Bei mir geht's um die Wurst. Bei mir gibt's keine Würstung, keine Würstung. Bei mir geht's um die Wurst, 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 Wurst. Drum überleg dir, was du tust. Ich rate dir, gib Acht bei mir. Bei mir gibt's keine Würstung. Bei mir geht's um die Wurst. Meine Herren, habt's mir gern. Denn bei mir werdet ihr keine Anschaffer werden. Meine Herren, habt's mir gern. Bei mir gibt's keine Widerstand. Das merkt's euch, meine Herren. Jawohl! Ach, nix. Ihr müsst eh noch warten. Na was? Na ja, wir überschwemmen Sie erst mit Blumen, wenn Ihr Auftritt vorüber ist. Dann Dusch im Orchester, Versöhnung, Umarmung, Happy End. Glaubst du, das funktioniert? Bei dem Glück, das ich heute hab, garantiert. Totini. Ja, Bulli, was hast denn du da? Was soll ich machen? Ich hab nichts anderes gefunden. Ja, aber hörst, das sind ja Trauergrenz. Ja, das ist doch egal. Hörst, Blumen sind Blumen. Ja, wenn das noch kein Begräbnis wird. Charlie's Bananen. Aus Venezuela kam daher. Charlie Banana. Aus Venezuela über das Meer. Charlie Banana. Und die kleinen Mädchen. Bringen Sie mir diese Marion an den Tisch.
Oime, oi. Was heißt hier Oime, woi? Woi heißt, da müssen Sie erst eine Flasche Sekt bestellen. Woi heißt, die Marion wird trotzdem nicht kommen, fertig. Gott sei Dank, bitten wir die Nase. Hören Sie zu. Oh, ich weiß mir, wissen Sie, was das ist? Ach, Fußbissen mache ich auch nicht. Das ist eine Erpressung, ist das noch ein Wort. Und ich wollte die Polizei, sag ich Ihnen. Merken. Mann, oh Mann. Ran an die Buletten, Junge, bring die Puppe an den Tisch. Wir haben was zu bereden. Das glaube ich wieder weniger. Du hast ein Telegramm für mich. Großmutter? Er hat ein Telegramm für mich. Zeig's her. Ein Telegramm für mich. Liebe Mami. Ah, das ist von ihrer Tochter. Lies! Aber ja, sind in Paris, Dad, Mr. Mulligan und ich. Stopp! Na, hörst du, ich glaube, das ist in Amerika. Ja, wer ist der Mulligan? Der Mulligan ist der Vater von dem Burschen, den ihre Tochter heiratet. Ja, der Ölmillionär. Ja, stopp! Mulligan nur mit Heirat einverstanden, wenn Familie mich als Comtesse Hortobagi anerkennt. Was? Stopp! Er wünscht, alle Hortobagis kennenzulernen. Was für Hortobagis? Stopp! Husch! Das sind Grafen, die es gar nicht gibt. Die hat die Gräfin erfunden. Ja, können nur einen Tag bleiben. Bitte, Mami, arrangier alles. Es geht um mein Lebensglück. Stopp! Na! Ankommen morgen, 19 Uhr, Flugplatz. Küsse deine Anni. Stopp! Stefan, wir müssen ihr helfen. Ja, schon, aber wie? Guten Tag, Herr Wirt. Oh, jetzt habe ich Sie endlich. Sie Garnif, Sie Abschaum. Mein erstklassiges Lokal, zerlegen Sie mir den 1000 Trimmer. Die Versicherung wird zahlen. Versicherung? Wenn ich mir eine Versicherung leisten könnte, hätte bei mir schon dreimal gebrannt.
Oder Sie zahlen meinen Schaden oder ich gehe zur Polizei. Wenn Sie nicht gehen, habe ich ein Geschäft für Sie. Was für ein Geschäft? Ein Dollargeschäft. Ihr Wort in Gottes Ohr. Schönen guten Tag. Guten Tag. Für die Gräfin und für mich ein Kapuziner, bitte schön. Das ist doch verrückt, was ihr da vorhabt. Das kann doch niemals klappen. Aber warum denn nicht? Dieser Mulligan bleibt doch nur einen einzigen Tag in Wien. Eben, und so lange spielen wir die Familie Hortopagi. Wer wir? Na, wir alle vom Naschmarkt. Okay, das kann doch niemals gut gehen. Niemals. Jetzt trinken's erst einmal. Das ist doch Kaffee. Also, wir spielen die Hortobuggies, gell? Aber wenn wir die Hortobuggies spielen wollen, dann brauchen wir doch Kleider. Ja. Wo sollen wir die hernehmen? Ja, bitte gehorsamst, aus dem Theater. Bravo, Wondi. Yes, bring mich um Kopf, Brot und Kragen. Der Wondi sperrt uns den Kostümfundus auf. Na, und wo soll der Amerikaner die Hortobuggies kennenlernen? Im Dings, im Sacher, geht es, ne? Wie wär's mit der Luxusvilla vom Schieberkönig draußen in Rodaun? Ist die nicht gerichtlich versiegelt? Warum glaubst du, dass der Kuckuck den Spitznamen Kuckuck hat? Für den ist das ein... Warte, Wiesen, ich war einmal Gerichtsvollzieher. So ein Siegel mache ich auch benächst. Moment, da steht, es ist alles gepfändet. Wo soll man hernehmen, die Möbel? Die Möbel. Auch aus dem Theater. Bravo, Wondi. Yes, ich bring mich um... Du willst eh schon wissen, um Kopf, Brot und Kragen. Und das Geschirr und den Alkohol für den Empfang stellen Sie zur Verfügung, Herr Krakowitzer. Wie? Bin ich mit Schuhe? Sie sind am Gewinn beteiligt. Hör ich richtig? Gewinn? Herr Krakowitzer, wenn die Geschichte glaubt, wird der Amerikaner alles blechen, samt Zinsen und Trinkgeldern. Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Nur werden wir genug Leute zusammenkriegen für die Hortobuggies. Ja, ich könnte ja unsere Ballettratten verständigen. Bravo, Wondi. Ja. Der Wondi kümmert sich um die Ratten. Es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Da ist nämlich noch was. Was denn? Ich habe ihr geschrieben, ich bin wieder verheiratet. Mit einem Grafen. Also jetzt steht die Partie. Das kostet laut. Wo soll ich denn auch noch einen Grafen hernehmen? Noch dazu, an dem er herzeigen kann. Bitte gehorsamst, da kommt er. Was? Bravo, Wondi. Wondi, du gehst ins Theater. Marion, du gehst mit ihm. Kommen Sie, Baron. Ich hab eine Idee. Was gibt's? Passen Sie auf. Schleicht sich durch. Ja. Also, passen Sie auf, Baron. Sagen Sie, er wird von den Preisen können Sie existieren. Naja, Sie werden wahrscheinlich schwarz verkaufen. Das Einzige, was ich schwarz verkaufen kann, ist ein schwarzer Kaffee. Aber der ist dafür nur schwarz, kein Kaffee. Ich glaube, Ihr Kaffee ist vom Bodensee. Wieso? Weil ich vom Heferl den Bodensee. Abgemacht? Aber das ist völlig ausgeschlossen. Ich bringe Sie dafür wieder in den Tanzpalast zurück. Diese Schnapsruine? Also bitte, Respekt vor jedem weiblichen Wesen. Ja, ja. Wie stellen Sie sich das vor? Wie soll sich wie eine Gräfin benehmen? Konversation machen? Womöglich mit mir tanzen? Da lachen ja die Hühner. Ihnen wird das Lachen gleich vergehen. Sie haben. Sie misst Hafen, Kikiriki. Sie Gigolo, was kosten Sie in der Stunde? 5 Schilling. Da, 2. Mehr sind Sie nicht wert. Jetzt werden wir mal sehen, wer hier tanzen oder nicht tanzen kann. Jeden Samstagabend in der Goldenen Gans warte ich auf einen ganz besonderen Tanz. Und er klingt dann die Stravanze Polka für mich. Dann explodiere ich. Dann leg ich eine Kesse, da leg ich eine Kesse Sohle aufs Parkett. Wenn ich mich auf das Stesse, ich fall vom Dino Blässe, ich lege eine Kesse Sohle aufs Parkett. Immer dann, wenn die Strabanze Polka erklingt, weiß ich, dass mein Partner in die Kniekehlen sinkt.
Und wenn der bewusste Herr schon längst nicht mehr kann, dann fange ich erst dann an. Leg ich eine Kesse, eine Kesse, dann leg ich eine Kesselsohle aufs Parkett. Wenn ich dich unterstesse, ich pfeife auf die Noblesse, ich lege eine Kesselsohle aufs Parkett. Ja, 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 mitten aufs Parkett. Ja, 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 mitten aufs Parkett. Ha, ha. Diesen Baron gezeigt, wer die Roger Chandor ist und wer sie war. Aber das andere kann ich nicht. Nein, nein, Sie schaffen das schon. Ich habe Angst. Sie werden uns doch nicht im Stich lassen. Herr Bondi. Als Schauspielerin sind Sie. Ich kann das. Und jetzt schnell in die Garderobe. Bitte, ich hab das nicht. Oh, nein, nein. Nein, 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 komm. Chef! Chef! Wie, mein Junge? Ende der Kletterstange, ich hau ab nach Hamburg. Chef! Die Reeperbahn ist ja ein Kindergarten gegen euren Naschmarkt. Chef, es tut sich was. Also glauben Sie mir, der Doktor kommt garantiert in Schwulitäten und dann wird er froh sein, wenn er mit Ihnen abtauchen kann. Na, dann bleib ich noch. Na? Sei wachsam, Holzauge! Mach ich, Chef. Siehst du, hast du es gehört? Ja, da ist ein Hey, Liebmacher! Wo sind denn die Kostüme? Robert Show! Sag, Bondi, wo ist denn die Gräfin? In ihrer Garderobe. Sie kriegt ein wunderschönes Kleid. Sie wird gerade geschminkt. Sehr gut, ja. Kinder, hört zu, passt auf. Wir sind hier nicht wegen einem Maskenball im Theater, sondern weil wir einem Amerikaner morgen die gräfliche Familie Hortopage vorspielen. Gast, dann mach ich einen Grafen. Nein, du machst einen Diener. Ich bin der King Kong! Ja, du warst schon der Geier auf. Herr Krakowitscher, bringen Sie denen das Servieren bei. Ja. Der Lehmacht hat das Servieren. Moment einmal, servieren kann ich. Schau, Herr, die machen immer einen Grauen. Nein, du machst keinen Diener. Herr Baron, bringen Sie denen anständig immer ein Hirn bei. Au! Du frecher Lackel, du! Ich werd's versuchen. Also komm, für deine Spirollen. Ja. Ich mach einen Spirollen. Komm, ich zeig dir. Links.
kennenzulernen. Wie ich höre, hat Ihr Sohn die Absicht, um die Hand meiner Tochter anzuhalten. Der Familienrat wird sich darüber beraten. Niemand bewegt sich! Niemand bewegt sich! Niemand verlässt das Lokal. Los, festnehmen. Augenblick, Herr Inspektor. Erstens, wen? Alle. Zweitens, warum? Hm? Das werd schon noch sehen. Aufgrund einer vertraulichen Mitteilung sind Sie alle auf frischer Tat ertappt. Hm? Also geh mal. Festnehmen. Schnecken. Probieren Sie es. Jetzt ist die rote Ramona. Ja. Was hast du von mir? Fast immer noch. Herr Inspektor, was heißt hier abführen? Sie sehen doch, wir haben hier eine Kostüm- und Tanzprobe. So, das glaube ich aber nicht. Wie naiv, ganz theaterfremd. Ja, was machen wir denn da? Ja, dann werden wir Sie eine halbe beweisen. Bitte, bitte. Ballett, komm hier, ja. Ja, komm. Hör mal gut zu, Kinder. Der liebe Herr Inspektor möchte eine Kostprobe von unserem Finale. Was für ein Finale? Finale ist Finale. Bitte nehmen Sie Platz. Ich schau mal. So, jetzt bin ich aber neugierig. Ich auch. Herr Inspektor, wie Sie sehen, ist doch hier kein Verbrechen geschehen. Darum hätte Ihre nette kleine Amtshandlung gar keinen Sinn. Und Sie müssten sich genieren. Na ja. Sollte Ihnen ein Irrtum passieren, na klar. Was brisant wird, natürlich. Wenn's bekannt natürlich. Wird, wer ich nämlich in Wirklichkeit bin. Heute Nacht, meine Herr, hab ich mich gern schön für Sie gemacht, meine Herren. Heute Nacht, meine Herren, möchte ich gern, dass der Champagner kracht, meine Herren. Heute Nacht, meine Herren, bin ich ein Stern, die es in am Himmel nicht gibt. Und ich hätt Lust zu probieren, aus ihm den Himmel zu führen. Heute Nacht könnte alles passieren. Denn ich bin schon wieder verliebt. Alle Gaben, nie das Zeugnis. Ich bin ein Naturereignis. Unvergesslich, unermesslich. Wie der Ausbruch von einem Vulkan.
Nee, mein Junge, bei mir ist der Bart ab. Totale Sense. Kapiert? Chef, es tut sich was. Ich sag Ihnen, der Doktor fällt Ihnen in die Hände wie eine angefeilte Mostbier. Na, danke für das Fallobst. Das haben Sie mir schon für gestern versprochen, aber Ihre famose Anzeige von wegen Theatereinbruch hat ja nicht hingehauen. Ich hau ab. Mein Ehrenwurz, Chef, es tut sich was. Na, schöne Frau. Was sagst du jetzt? Noch immer nein. Ach, jetzt, wo Sie mal den starken Arm des Gesetzes zu spüren gekriegt haben? Frau Waldig, muss man Sie am ganzen Naschmarkt suchen, wenn man etwas essen will? Ja, guten Abend, Herr Direktor. Ja, wissen Sie, Herr Direktor, die Behörde steht nämlich auf dem Standpunkt, dass sie mich von meinem Standpunkt jederzeit wegjagen kann. Also ich finde, die Behörde gehört weggejagt. Au! Oh, Verzeihung, das tut mir leid. Frau Halli, geben Sie mir etwas Heißes, Kannibalisches. Bitte sehr, Herr Direktor, ein Burenheidl. Was? Ein Burenheidl? Ja, die Haut von einem Buren. Haben Sie noch nie bemerkt, dass die Wiener Menschenfresser sind? Da gibt's doch nur Matrosenfleisch, Fiakergulasch, Jungfernbraten, Kaiserfleisch. Und aus dem armen Mozart machen die sogar Kugeln. Mir kommt der Kaffee hoch. Noch ein Clan. Bitte, na Gott sei Dank hat der Herr Direktor seinen Humor noch nicht verloren. Ihre Reise war sehr erfolgreich? Mein Humor, Galgenhumor, meine Reise war eine Pleite. Keine Operette, keine Diva, kein Geld. Operette? Sind Sie der Direktor vom Theater? Vom Theater an der Wien, ja. Derzeit leider geschlossen. Wieso geschlossen? Können Sie nicht lesen? Der Herr ist von der Polizei. Sie hat doch demnächst Premiere. Interessant. Da wissen Sie aber mehr als ich. Ja, ich habe gestern Nacht eine Probe gesehen. Wo? In Ihrem Theater. Ausgeschlossen. Ja, ich bin ja eine Blöde. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich weiß so viel, dass keine Probe gewesen sein kann. Dieser Mensch leidet an Wahnvorstellungen. Höchstwahrscheinlich bildet er sich auch nur ein, dass er bei der Polizei ist. Ich habe mir ja von Ihrer Diva ein Autogramm geben lassen. Und ist das vielleicht auch nur eine Einbildung? Roger Schandor. Das ist schlimmer als Einbildung. Die muss nämlich längst gestorben sein. Jesus Marantios. Was ist denn? Was ist denn? Da stimmt was nicht. Na, was hab ich denn gesagt, Chef? Es tut sich was. Frau Walli, wo ist denn der Doktor? Ja, was weiß ich? Ich hab gehört am Flugplatz in Aspern. Hey, hey, hey! Auf die Plätze, meine Damen, fertig, meine Herren. Heute werden wir dem Army unsere Lebensort erklären. Mit dem alten Schmäh von Weib Gesang und Wein kochen wir ihn sicher ein. Juden wir aus voller Kehle, spült die Mose auf. Ist der Fremde machtlos und nimmt jeden Schmäh in Kauf. Zeigt die Madeln dann beim Tanz noch etwas Bein. Kochen wir ihn sicher ein. Jetzt kommt unsere Donauflotte, die nur noch besteht, weil ein Wiener Kind doch ohne Schiff nicht untergeht. Wenn die Sängerknaben sich jetzt heiser schreien, kochen wir ihn sicher ein. Deshalb jetzt als Höhepunkt noch ein Fiakertanz mit dem Brustknödel und Tenor Gesangsverein. Kochen wir ihn sicher ein. Mal hebt die Röcke, dass sie deine Madeln sehen, dass sie deine Madeln sehen, die Kuchenie. Mal hebt die Röcke, bis sie lauf, übers Dach, denn die kaufen die Katzen. Ich
Stadt am Alligen! Lieber Rocky, entscheide dich schnell, denn die Aktien stehen 10,5 über 10, Datum, Unterschrift, Malik. Geh an Miss Greenhorn ein einfaches Cable, Brief soeben erhalten, dir Mabel. Doch ich lese diesen Stuss nicht einmal, wenn ich muss, ohne Hochachtung einfach aus und Schluss an den Schiffchenverleiher Onassis. Glauben Sie nicht, dass mein Ei nur ein Spaß ist mit den griechischen Tricks und aufgrund Ihres Glücks, da erreichen Sie bei mir nix an dem Prinzen von Holland persönlich. Die Bestechung erfolgt wie gewöhnlich. Vorschlag für Conan Doyle, Sherlock Holmes findet Oil sensationell. Damit schlage ich Shells an BP, VC, CD, Doris ganze Firmen, ABC, Telegram, Hollywood, Goldwyn Mayer. Greta Garbo ist mir nicht zu teuer. Produzieren wir schnell einen Film über Oil. Die Ballade von Bortum wird sicher ein Ohrwurm, geschrieben von Puccini, Dirigent von Toscanini. Sensationell, damit schlage ich Shell. Und es gibt nur mehr das Multi-Super-Hyper-Extra-Multi-Millimeter. Sie minimaligen Oil. Okay? No? Wieso? Ich bin doch nicht so schnell, Sie sind nur nicht so hell. Also neues Papier und ich buchstabiere. Movie, Multi, Bibi, Milli, Mami, Maxi, Mibi, Mini, Movie, Mulli, Gibi, Gen, Mumi, Mami, Multi, Super, Hyper, Extra, Multi, Milli, Maxi, Mini, Maligen, Öl. Also, Movie, Multi, Bibi, Milli, Mami, Maxi, Mibi, Mini, Movie, Mulli, Gibi, Gen, Mumi, Mami, Multi, Super, Hyper, Extra, Multi, Milli, Maxi, Mini, Maligen, Oil. Hör zu, du Unterm, du machst eine elegante Bewegung und dann eine kleine Verbeigung, so. Ja, das kann ich auch. Mach. Ja, da komm's her, ne? Also, eine elegante Bewegung, ne? Und eine kleine Verbeigung. Nicht gedacht, oder wie? Ja, das hab ich zum ersten Mal gemacht jetzt. Mach mir wohl großartig aus. Okay. Danke. Jetzt müssen Sie schon angekommen sein. Wie spät ist es denn? Tja, leider. Uhren waren bei der Theaterrequisite nicht dabei. Wie lange Uhr? Uhr, geh mal, geh mal. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Ich könnte mich am... Evi. Graf, ich fürchte, ich bekomme gleich meinen üblichen Migräneanfall. Lass das, du Trottel. Erstens wird heute nicht gestohlen, zweitens ist der Schmuck nicht echt. Die Dings! Die Dings! Oh. Die Uhr, Baron! Die ist schon neu. Die steht! Na, nein, nicht wird sie stehen. Doch nehm ich eine Standuhr. Ich muss jetzt was trinken. Was fällt Ihnen ein, Sie ausrangierte Gigolo? Gräfin, heute Abend keinen Tropfen Alkohol. Das tut weh. Und Sie könnt euch als Ehepaar auch nicht sagen. Richtig. Dann trinken wir auf du und du. Gestatten, Nikolaus. Entsetzlich. Muss ich an den Krampus denken. Die Theaterkostüme sind da. Die kommen in den Keller. Kommen, fällt es mir, Baron. Meine Gehorsamst, General Hocky Pocky. Bäbische Seitenlinie von die Hortobach. Gondi, was bist du? Bettelstudent. Bettelstudent. Das ist nicht zum Aushalten. Das ist nicht zum Aushalten. Was ist nicht? Na das, das alles, was hier geschieht. Und dass jetzt endlich ihr Töchterchen sehen werden. Mein Gott, wie viele Jahre warte ich schon auf diesen Augenblick, sie zu sehen. Und jetzt habe ich solche Angst davor. Aber eine Mutter braucht doch keine Angst nicht haben. Was bin ich denn für eine Mutter? Fremden Menschen habe ich sie überlassen. Als winziges, hilfloses Putzel. Also gar keinen Fehler soll der Mensch haben.
Als sie mit ihren Adoptiveltern nach Amerika ging, habe ich ihr nicht mein Puzzle gegeben. Aber jetzt schreiben sie doch so liebe Briefe. Laute Lügen, Wondi, laute Lügen. Und ich schäme mich so vor ihr. Ich werde nicht in die Augen schauen können. Also bitte schön, das ist ein Blödsinn. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Vielleicht springe ich auf den Tisch und schreie, Kind, deine Mutter ist eine versoffene Horoskopverkäuferin. Jesus, Maria, Josef. Oder ich schlafe einfach davon. Nix, gar nichts. Sie brauchen jetzt einen kleinen Schlucker zur Beruhigung. Das ist recht. Du bist ja mein Rettungsengel. Ich habe mein Fläschchen schon mitgebracht. Oh. Bitte. Wer ist denn das, Baron? Der Gondruschka. Meine Gehorsamst, General Hockenback. Weißt du, wie du ausschaust? Ja, bitteschön, wie? Wie ein Pfeifendeckel in Generalsuniform. Jetzt bin ich aber bereit. Alles fertig machen, umziehen! Na, jetzt runter in den Keller, umziehen auf die Hortobagge. Jetzt schon? Ja, dieser Büffel ist auf keinen einzigen Wiener Schmäh eingestiegen. Und die Kinder? Die Kinder kommen mit der Bahn. Meine Tochter, meine... Kommt auch mit der Bahn. Oh, er will nur die Hortobagge sehen, allein und immediately. Immediately, hat er gesagt. Oh. Was steht denn da rum, wie du Lehm machst? Geht's auf eure Plätze? Ja, bitte, eins, Kinder. Zwei, eins, reißt euch zusammen. Gräfin, kommt hinaus. Was, der kommt auch mit? Nein, das heißt Haltung. Ach so, ja, natürlich Haltung. Er Dings, kommt! Gräfin, darf ich mir erlauben, bekannt zu machen, das ist G.B. Mulligan, 5 M.O.I. Graf und Gräfin. I know. Howdy. Howdy. Hey, howdy, ja. How do you do? You tust weh, you do. Der ist ja zum Dings, Fürchten. Fürchten, Nebby. Alle Amerikaner sind mir Schuge. Psst, hör zu was, psst. Er versteht doch eher ein TNF. Ich spreche Deutsch. Oh, sehr interessant. Sehr. Wollen Sie bitte Platz nehmen? Ja, bitte platzen Sie sich, wo Sie wollen. Wer hat Ihnen das beigebracht? Ich mir selbst. Ach. Ich habe alles in meinem Leben selbst gemacht. Nein. Alles. You understand? Meine Millions und meine Kinder. Self-made. Ich bin ein self-made man. Ja, Sie wirken auch wirklich sehr self-made männlich. Sitzen Sie bequem. Oh yeah. Oh yeah. Und alles, was ich mache, mache ich gut und schnell. Schade, denn gerade bei den Kindern sollte man sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Angeblich kann es ja Spaß machen. Spaß ist unnötig, hindert beim Business. By the way, Business, wo ist der Hortobacki-Clan? Im Keller. Ich meine die Verbleichten, die verblichenen Ahnen in der Gruft. Die Gräfin spricht vom Stammbaum. Der reicht hinunter bis in die Kapuzinergruft. So ein Jahrhundert gibt es ja gar nicht, bis wo dieser Baum nicht hinunterreicht. Nicht wahr, Nikoläschen? Kapuzinergruft, Habsburg, hab. Keine Hortopagis. Ist nicht wahr. Tatsächlich. Ja, falsche Übersetzung. Alle tot. Ja, und wo sind die Lebendigen? Die Hortobaggies! Oh, wenn Sie bitte vielleicht hier Platz nehmen wollen, damit Sie einen besseren Überblick haben. Bitte sehr. Okay, bitte. Nehmen Sie Platz. Bitte. Oh, das ist unsere liebe Tante Sophie. Genannt Frau Soffer von Nasch. Ich meine, vom Naschen ist sie leider etwas voluminös geworden. Es ist bei uns üblich, einer Dame die Hand zu küssen. Okay, okay. Jeremiah, go on. No, Jeremiah, ladies. Die Wattegraf Kuckuck. Das ist natürlich sein Spitzname. Warum Kuckuck?
Er legt seine Nachkommen gern in fremde Nester. Oh, I don't like it. Das ist unmoralisch, wenn das meine Schwager wüsste. Warum? Was ist die Schwager, Bischof? Nein, aber der größte Erdnussfarmer von the United States. Ach so, der. Oh, you know him. Yes, Graf Ferdinand und seine Gattinnen. Seine Gattinnen. Die gewesene und die jetzige. Eine geborene von Nachtleben, ich weiß schon. Der Graf ist Großunternehmer auf dem Sektor des Streichholzvertriebes. What? Nicht what, Streichholz. You know, I mean Zündholz. Zündholz? Oh. I don't like it, I like... I like aber gar nicht. Feuerzeuge. Feuerzeuge. Feuerzeuge brauchen Benzin and oil. I like Mulligan oil. Five Ham oil. Ja. Oil. 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 Oh. Oil. Oil. Ich kann das nicht mehr aussehen. Oh, wer ist denn das? Der Pfarrer vom Kirchfeld. Das ist seine Eminenz Horki Barki, der Fürst Erzbischof von... Von Brünn. Tatsächlich, es handelt sich um eine böhmische Seitenlinie. Ja, dann müsste die amerikanische Seitenlinie Hot Dogs heißen. Genug. Wieso? Ja, Horki Barki ist tschechisch und heißt heiße Würstel. Tschechisch kann er auch. J.B. Mulligan kann alles. Ui, wenn der wüsste, was er nicht kann. Eminenz. Und hier noch einige Verästelungen und Verzweigungen der ältesten adeligen Familien Österreichs. Ja. Ah, wie heißen die noch? Die Erfinder von die Schnitzel. Wiener. Nein, die Erfinder von die Anzug und die Schnitzel. Ach, Sie meinen höchstwahrscheinlich Esterhase Anzug und Esterhase Schnitzel. Esterhase. Also mit den Esterhasi sind wir überhaupt am bekanntesten. Oh. Nur heißen sie dann immer anders. Wenn man zum Beispiel eine Schwester heiratet, ist man ein Schwesterhasi. Heiratet man in Österreich, ist man ein Österhasi. Heiratet man zu Ostern, ist man ein Osterhasi. Darf ich zwischendurch etwas zum Trinken anbieten? Ja, trinken wir was. Nein, das ist das durchhalten. Na, jetzt oder nie. Jetzt kommt eine Katastrophe. I don't like it. Ich trinke nur Whisky. Jeremiah, go on, Whisky. Ich dachte, in Amerika darf kein Alkohol verkauft werden. Yeah. Darum mache ich mir meine Whisky selber. Also blöd lacht er schon. Oh. I like it. Madam, you like whisky? Oh, ich würde Ihnen gerne ein Glas von meinem self-made whisky anbieten, aber ich befürchte, es verträgt hier keiner. Man müsste es nur probieren. Madam, ich habe nicht die Absicht, eine Lady zu töten. Ich bin kein Lady-Killer. Wetten wir, dass ich sie unter den Tisch trinke? Sie? Ja. Mich? Ja. Oh, no. Oh, Madam, wenn Ihnen das gelingt, können Sie sich von mir wünschen, whatever you want, was immer Sie wollen. Auch das unsere Kinder. Was immer Sie wollen. Gut. Okay. Whisky. Jeremiah, Whisky, come on. Ich trinke auf die USA. Ich trinke auf Great America. Und ich trinke, weil mich das nicht schreckt, auf uns, denn wir haben euch entdeckt. Prosit, Cheerio, OS. Hör auf! Lass mich hier ruhen! Ich trinke auf das Empire State und San Francisco's Golden Gate. Ich trinke aus Europäerin, nur auf den Stephansturm in Wien. Prosit, Cheerio, OS. Madame, wie geht's? Pausieren Sie ein Weilchen? Ich trink, bis Sie so blau sind wie ein Veilchen. Prosit, Cheerio, und es. Ich trink auf Steaks and Irish Stews, auf Apple Pie und Orange Juice. Ich trinke auf das Schinkenbein, auf Schnitzel und Wachauer Wein.
Prosit, Cheerio und Ex! Aufhören! Lass mich hier ruhen! Ich trinke auf Square Dance, Jazz and Blues und alle Yankee-Doodle-Doodle-Doodle-Doos. Ich trinke auf Mozart, Bach und Strauss und Figaro, Figaro, Figaro und Fledermaus. Prosit, Cheerio und Ex! Es wäre für Sie gescheiter aufzugeben. Das wäre, wenn Sie im Leben nicht erleben. Werfen Sie das Handtuch, weil Sie doch zu Boden gehen. Ich trink, bis Sie längst schon kleine weiße Mäuse sehen. Prosit, Cheerio und Ex. Oh Gott! Prosit und Cheerio und Ex! Oh Gott! Und Ex! 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 Madame! Madame, ich bin von Ihnen gemeistert. Du bist ja nicht der Einzige, der von mir begeistert ist. Wow. Denn wo ich stehe, da packe ich ja die Wände. What's the matter? Hab ich mich gern schön viel Siegen gemacht, meine Herren. Heute Nacht, meine Herren, möchte ich gern, dass der Champagner kracht, meine Herren. Heute Nacht, meine Herren, bin ich ein Stern. Ja. Jetzt werde ich dir sagen, wer du wirklich bist. Du bist ja nicht weiter wie ein aufgeblasener, eingebildeter, texanischer Ölbüffelaffe. Ja, da war ich! Da soll sie kommen, na? Wer kommt? Deine Tochter! Mein Jesus, mein Gott. Jesus, mein Gott. Hey, Daddy! Wo ist meine Mutter? Wo ist sie? Delirium Tremens, dort, wo sie auch hingehört. Dad, was soll das heißen? Dass du die Tochter von dieser Tingeltangel-Whisky-Gräfin nicht heiraten wirst. Mein Herr! Sie haben soeben eine Dame beleidigt. Niemand rührt sich, niemand bewegt sich, niemand verlässt das Lokal. Ja, ist das der Schwaffe? Das ist jetzt der Hof. Na, meine Herrschaften, schon wieder eine Generalprobe? Aber heute weiß ich wenigstens, was gespielt wird. Das Stück heißt Diebstahl und Hausfriedensbruch. Gentlemen, Sie stören eine Familienfeier. Graf Vicky, werfen Sie diesen Kerl hinaus. Graf? Das ist ein Eintänzer aus dem Tanzpalast. Und die durch seine Dingeldangel-Soubrette aus der miesen Bar, die den kleinen Neppich dort gehört. Oho. Ja, ja. Und der Rest sind Kotzen und Gangster vom Naschen. Ja! Und die Kostüme und Perücken sind aus dem Theater an der Wien gestohlen. Was? Theaterkostüms? Ja. Was? Man hat einen B.G. Mulligan aufs Kreuz legen wollen? Oh, ich werde... Sie werden gar nicht, Sie werden den Mund halten, abführen. Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Ja, wir sind der Kaiser von Amerika. Ja, was? Anstellen! Anstellen! Abwehren! Geh mal, geh mal! Na, Herr Inspektor, tun Sie das nicht. Mich müssen Sie verhaften. Mich ganz allein. Die anderen können nichts dafür. Sie haben mir nur helfen wollen. Denn ich bin... Ich weiß ganz genau, wer Sie sind. Aber auf Sie falle ich nicht mehr herein. So oft können Sie sich gar nicht mehr umziehen. Sie sind nämlich die versoffene Horoskopverkäuferin vom Naschmarkt. Stimmt. Ja, und Ihrer Tochter in Amerika Briefe schreibt auf einem Briefpapier vom Hotel Sacher. Stimmt. Ja. Und die Gräfin Hortobadi? Die auch nicht stimmt. Stimmt. Aber ein Stimm bestimmt. Ich bin ihre Mutter. Was? Sie ist meine Tochter. Sie sind meine Mutter? Anni, akzeptierst du mich so, wie ich bin? Ja, Mami. Was? Da schauen Sie, hä? Ich akzeptiere dich auch. Ein Sohn habe ich auch.
Sofort lässt du diese Person los und kommst hierher zu mir. Ich denk gar nicht dran. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, ich heirate sie. Alright, Boy, dann bist du enterbt. Ich schmeiße deine Millionen vor die Füße. Keine Angst, ich werde sie schon aufheben. Das haben Sie gut gesagt, junger Mann. Was sagen Sie zu Ihrer Schwiegermama? Schwiegermama? Sagen Sie gar nichts. Unwichtig. Wichtig ist nur, dass Sie mein Kind lieben. Mein Kind. Mami. Mein liebes Kind, du. Weine nicht. Oh nein, das tut man nicht, so ein großes Mädchen. Darf nicht weinen. Schnauz dich. Verhaften Sie diese Hochstaplerin. Sie hat einen Bürger of the United States betrogen. Hier ist mein Pass. B.G. Mulligan. Sie sind der berühmte G.B. Mulligan? Oh, yes. Servus. Ich habe den waschechten amerikanischen Millionär verhaftet. Jetzt werden Sie strafversetzt. Als Verkehrsposten nach Sticks neuer Siedel. Ja, aber dort ist doch gar kein Verkehr. Eben. Herr Inspektor! Ja, was ist Herr Inspektor, haben Sie alle verhaftet? Ja, leider. Auch diese Person, die sich für die berühmte Roji Chandor ausgibt. Was heißt hier ausgibt, Herr Direktor? Die berühmte Roji Chandor steht vor Ihnen. Roji Chandor! Unter diesen Umständen ziehe ich natürlich meine Anklage wegen des Kostümdiebstahls zurück. Bravo! Und engagiere Sie für meine neue Operette. Bravo! Moment, vorausgesetzt, dass ich einen Geldgeber finde. Ja. Krach in die Melone. Ja, also ich finanziere diese Show, wenn mein Sohn diese Person freigibt. Warum sind Sie so dagegen? Sie wollten doch immer eine Adelige als Schwiegertochter. Ja, aber keine falsche Ortopaki. Sie ist eine echte Baroness von Wald. Wieso? Weil ich sie als meine Tochter anerkenne. Und ich bin leider wirklich ein echter Baron. Danke, Papa. Aber Baron, wir beide haben doch nie miteinander gehört. Das, meine Gnädigste, tut mir heute noch leid. Ab 3:30 bin ich immer frei. Okay, also unter diese Umständen, Baroness. Also, dass das noch gut ausgegangen ist, ist ein Masel. Was heißt Masel? Direkt erfunden. Und dieses Wunder heißt, oh, ich weiß, man hat heutzutage direkt Angst, dieses Wort auszusprechen. Man bringt es ja gar nicht über die Lippen. Sie ja auch nicht. Sagen Sie doch einmal, sagen Sie Liebe. Hä? Wie? Ich höre nichts. Ja. Liebe ist nicht in. Liebe ist etwas ganz Unvernünftiges. Und doch ist sie der einzige Grund für ein Happy End. Denn nämlich alles im Leben aus Liebe geschieht. Ich habe den Blödsinn mit den Briefen gemacht, weil ich mein Kind liebe. Stefan hat sich die Hortobagis ausgedacht, weil er Marion liebt. Und Marion liebt Stefan. Und sogar der Ölbüffel Mulligan liebt jemanden, nämlich seinen Sohn. Und er meine Tochter. Und alle vom Naschmarkt haben mir geholfen. Warum? Weil sie mich lieben. Sicher. Liebe ist ein Wunder. In jeder Sekunde, zu jeder Stunde, kann ein Wunder geschehen. Es kommt dir entgegen, auf allen Wegen. Schau, und du wirst es sehen. Und was so grau und traurig war, wird durch das Wunder wunderbar. Das Wunder heißt Liebe und einem jeden kann das Wunder geschehen. Lass dir nur den Glauben daran nicht rauben und du wirst es verstehen. Nichts ist so schön, als sich einzugestehen. Solange wir lieben, werden noch Wunder geschehen. Solange wir lieben, werden noch Wunder geschehen.
Das Wunder geschehen. Lass dir nur den Glauben daran nicht rauben und du wirst es verstehen. Nichts ist so schön, als sich einzugestehen. Solange wir lieben, werden noch Wunder geschehen. Solange wir lieben, wieder